Servus, ihr Brötchen, Knochen wieder hier. Heute fahre ich den Honi im Hafen von Novorossiysk. Wie sagt er? Eben gerade schon Panzerjäger, Honi, Typ 3. 7,5 cm Geschütze haben wir. Munition von 40. So viel habe ich, glaube ich, nicht mit, weil die Nachladezeit doch schon ein bisschen. Ja, 30 habe ich mit. Ein bisschen erhöht ist hier. Und ich habe 2 Runden zuvor, habe ich. War denn das? Aschenfluss, habe ich einen guten Punkt gefunden und habe dann die ganze Zeit gecampt. Ist zwar irgendwie assi, aber was will man denn machen mit so einem Teil hier? Ja, ich habe nicht mal ein MG. Von daher muss ich mir irgendwie eine Position suchen, einen Punkt suchen, wo ich auf jeden Fall schön ein bisschen wegcampen kann hier. Und dazu ist ja so ein Panzerjäger auch mehr oder weniger gedacht. Zumal ich ja anders als ein Jagdpanzer, ich bin ja offen. Ja. Und die sehen ja halt nicht aus wie eine Schildkröte, wo auch mal irgendwie ein paar Geschosse abprallen. Ich stehe hier also ein bisschen dann doof rum. Und ich versuche mir jetzt auch wieder einen Punkt zu suchen hier, zum Beispiel eine B, da wo diese, was ist das? Das ist eine Befestigung, irgendwie so ein Bunkergraben ist das, so würde ich jetzt das bezeichnen. Also so eine kleine Wehranlage da ist und da versuche ich mich jetzt irgendwie zu positionieren. In der Hoffnung, ich bretter was runter hier. Denn das wäre super toll, ganz fein. Schnieke, schnieke. Ja, hier vorne. Also ja, das ist, was ist hier, was könnte hier drin gewesen sein? So ein Fundament, irgendeine Öffnung, ich komme gerade nicht drauf, ja, ist auch so eine Art Bunker halt jedenfalls. Scheißegal, ich werde jetzt nicht, man könnte ja mal reingucken, aber ich glaube, da ist nichts drin. Das ist, jetzt komme ich drauf, eine Flakstellung. So, da ist einer irgendwie, zack, und ich guck mal, und er ist weg. Ja. So fängt schon mal gut an. Wenn das jetzt noch weiter ein Weilchen so läuft, dann. Ich mag den Honi. Solange man nicht beschossen wird, ist das eigentlich alles kein Problem hier. Und ich würde mal sagen, jeder Schuss ist dann auch ein Treffer, wenn man auch nur halbwegs das Ziel anvisiert hat. Einfach auch aufgrund der großen Geschossmasse hier, der hohen Geschossmasse und des großen Geschosses. Ich versuche jetzt mal hier. Früher war es so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so extrem darauf geachtet. Da kommt man halt durch diese Waggons noch durchschießen, was ja auch irgendwie Sinn ergibt, denn so ein Geschoss würde auf jeden Fall durchgehen ohne Probleme. Ich sehe jetzt nicht, ob der hinter irgendwas steht oder ob das einfach nur mir die Sicht verdeckt ist hier von dem Waggon. Ansonsten müsste ich mich mal irgendwie 1, 2 Zentimeter anders positionieren hier. Will ich eigentlich auch nicht wirklich, aber. Ich guck mal, ob ich das jetzt hier irgendwie halbwegs hinkriege. Ich könnte auch unter dem Waggon durchschießen. Weiß aber nicht, dass ich auch treffe, weil das Geschoss ja einen leichten Bogen fliegt. Da, hier so. Ja, sieht man, ich könnte durchschießen unten drunter durch, aber ob das ankommt, da wo ich es haben will, ist wieder eine andere Frage. Ja, jetzt ist gerade hier nicht so viel los, aber manchmal muss man eisern bleiben und ich werde jetzt nicht einfach wegfahren und mich zerprügeln lassen. Da ist schon wieder einer. Das ist jetzt auch so ein bisschen knifflig hier, ne? Ich könnte ihn treffen. Aber ich muss ihn nicht treffen. Das ist natürlich. Zieht er rüber? Ja, da habe ich ihn. Hodro. Bin ich auch gefahren. Ich glaube, das ist das Vorgängermodell, wenn ich mich recht entsinne. Bei beweglichen Zielen ist es natürlich ein bisschen blöd. Also ihn da jetzt müsste ich dann wirklich schon, ja, kann ich auch gar nicht. Aber da müsste ich schon wirklich ganz genau wissen, wo der, ich glaube, der geht eh gleich weg hier durch die Bomben. Aber wo der lang fährt und das kann man einfach nicht vorhersehen. Der könnte ja ständig die Richtung wechseln, schneller oder langsamer fahren, kurz anhalten und so. Also da bringt ja alles nichts. Ja. Und gerade bei so einer Nachladezeit hier, da feuert man nicht einfach wie ein Blöder durch die Botanik dann. Artilleriefeuer, hey! Da muss ich jetzt natürlich auch schauen, dass ich das irgendwie überlebe. Ich habe gerade 2 Kills in der Tasche und ich hätte gern, dass es irgendwie noch vielleicht 4 werden. Okay, der wird mich hier auch nicht treffen können. Von daher alles in Ordnung. Ich gehe mal davon aus, dass seine Artillerie. Was haben wir denn da noch? Offensichtlich kann man nicht mehr. Entweder ist das ein bisschen verbuggt oder man kann tatsächlich nicht mehr einfach durch die Waggons und so schießen. Das ist natürlich blöd jetzt. Aber ich glaube, mit der Geschwindigkeit hier werde ich nicht vernünftig treffen.
Das MG klingt aber voll geil. Den habe ich doch noch gekillt. Normalerweise ist es immer so, je schneller ich da runterstürze, desto ungenauer landen eigentlich meine Bomben. Das MG hat so einen geilen Klang. Oh, da ist eine Type 49. Ein Flakfahrzeug. Scheiße, komme ich da wieder. Nee. Aber guck mal, was ich hier überlebt habe. Der ist mit seinem verkackten Flugzeug auf mich abgestürzt und ich bin eigentlich nur minimal beschädigt. Das ist halt mein Glückstag, oder? Also muss ja mein Glückstag sein. Hier, da, da. Das ist die Kette, Mann. Komm. Scheiße, Mann. Das ist halt der Nachteil, wenn man nicht wirklich wendig ist hier. Ich glaube, das Panzerwagen vor mir. Ja, muss ja. Oh oh, verpiss dich bloß hier mit dem scheiß Jagd. Jagdflugzeug. So, ich bin nicht ganz blöd, jetzt drehe ich natürlich erstmal. Das ist auch wirklich wichtig, sich irgendwie ja so zu drehen, dass man wenigstens die Panzerung zeigt. Wenigstens für einen kurzen Moment. Ich meine, die sind ja auch schnell wieder über einen drüber geflogen hier. Jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen höher sein, sonst wird das gar nichts mehr hier. Der fliegt schon wieder auf mich zu. Okay, so bleibe ich jetzt stehen, weil dann wird er mich hoffentlich nicht großartig treffen. Ne. Man muss mal auch ein bisschen mitdenken, ne? Ich meine, es war jetzt nicht super schlau, ist aber einfach nur ein bisschen logisch gedacht, ne? Je mehr man die Panzerung zeigt, desto weniger wird man wahrscheinlich abbekommen hier. Da er ja nur mit MG ganz normales MG hat und keine Kanonen. Also, ich glaube, es kommt rüber, was ich eigentlich sagen wollte. Ich bin hier gerade ein bisschen konzentriert. Ich würde gerne jetzt noch vernünftigen Kill machen hier. Ich glaube, hier vorne geht es gerade tierisch ab. Da könnte ich einmal gucken. Scheiße, ich fahre voll in die Artillerie. Und erzähl gerade noch irgendwas von Clever und Logik hier und Scheiße. Oh, da kommt noch einer. Flugzeuge suchen sich ja meistens die, oh, fuck you. You mother. So, ich glaube nicht, dass der noch vorfährt jetzt. Wir warten, dass ich vorfahre. Ich weiß nicht, ey, ich hoffe, ich krieg den noch. Ich muss jetzt wirklich... Fuck you, Scheiße! Oh, immerhin kritischer Trefferfahrung Getriebe. Bringt mir jetzt aber nicht viel. Oh, ich muss löschen. Oh, Scheiße. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. So, der hat jetzt gerade gegen... Er hat das Wrack vorhin geschossen. Ist schon wieder. Ne, ich glaube nicht. Das halte ich nicht mehr aus hier. Wenn ich es jetzt vielleicht noch schnell schaffen könnte... Oh, fuck, ich kann nicht drehen. Ja. Irgendwann ist auch mal vorbei, ne? Kann sein, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Aber ehrlich gesagt kann ich es jetzt auch nicht wirklich beurteilen. Aber ansonsten lief es ja trotzdem relativ gut. Ich sag mal, das waren 4 Kills jetzt in einem Schwung. Auch wenn der eine aus der Luft war. Aber weg ist weg. Mal ein bisschen okay, positionieren wollte ich gerade sagen, aber ich sehe, dass die cappen und das will ich eigentlich nicht. Aber ich will zumindest Schlafflugzeug muss man mitnehmen. Irgendwie zusehen, dass ich die vielleicht daran hindern könnte. Okay, ich verbarrikadiere mich hier erstmal. Okay, ich konnte sie nicht daran hindern. Ja, zu cappen, den Typen vielleicht. Auge um Auge wäre natürlich auch schön. Gibt ja auch ein paar Slotte hier dann, ne? Wo sich das hier jetzt anbietet, da ist die KZ. Ist nicht weg. Ich bin auch echt scheiße mit Raketen. Aber ich weiß gar nicht, wie oft habe ich das schon gesagt. Ey, ich bin echt schlecht mit Raketen. Und gerade hier, ich habe die Tastenbelegung so blöd für die Raketen, einfach aus Gewohnheit, dass ich krieg das Flugzeug gar nicht mehr hochgezogen dann.
Weil ich es einfach nie jetzt geübt habe. Wenn ich üben würde, wäre es wohl nicht mehr das Problem, aber ich mache es halt nicht. Und ja, gerade hier im Arcade, ich glaube, da in dem Fall hier, bei den Ground Forces, wo ich finde, dass ja Flugzeuge sowieso nicht hingehören, da ist mir das auch egal, dann ehrlich gesagt. Komm her hier. Ne, bleib weg. Komm nicht zu mir. Wenn der jetzt am Sturzflug von oben auf mich zufliegt, könnte er mich ausschalten. Ja, scheiße hier. Und zusehen, dass er nicht auf mich abstürzen kann hier. Nein! Oh, scheiße, Mann! Ich frage mich gerade, was habe ich getroffen? Ich schätze mal, als ich geschossen habe, ist der Kollege reingefahren und der hat den Schaden nicht gezählt bekommen, weil ich werde von der Seite beschossen. Weil er ja ein befreundeter Spieler ist. Ja, so ein Scheiß hier. Jetzt haben wir richtig fett verloren. Die zersemmeln hier jetzt alles und wir haben einfach keine Kampfkraft mehr hier. Ich glaube, ich brauche nicht mehr reingehen. Schade. Aber auf jeden Fall, Huni, ein ziemlich geiler Panzerjäger eigentlich. Ja, ich gehe ja auch nicht mehr rein. Das lohnt sich nicht mehr. Schön verkackt. Tja, was soll man dazu sagen? Aber ich habe doch einiges ausgehalten. Vor allen Dingen jetzt Angriffe aus verschiedenen Seiten, von oben, unten und immerhin auf dem zweiten Platz. Ist auch nicht so schlecht, sage ich mal. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Abo hinterlassen, versteht sich von selbst, ne? Sonst können auch nochmal mir kommen. Habe ich noch nicht ausgedacht. Egal. Also, wenn ihr wollt, abonniert. Viel Spaß noch beim Zocken, weil was auch immer ihr zockt. Und wir sind beim nächsten Mal. Ich mache noch Sprachtraining. Bis dann. Ciao, ciao.